So, da bin ich wieder. Gleich danach für mich, für euch ein paar Tage später. Ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht, weil ich so arschlochmäßig gecuttet habe. Letzte Folge. Aber dafür holen wir das jetzt entsprechend nach und holen uns erstmal 300.000 Kredit für einen besonderen neuen LKW. Ich hoffe, dass der Mod jetzt funktioniert, den ich drin habe. Moment. Ich brauche einen Mercedes-Händler. Ist das ein großer? Ja, nehmen wir gleich den in Algier. Oder ist eigentlich egal. Hier hätten wir in Griechenland noch einen in Benghazi. Nehmen wir den in Algier. Online kaufen geht nicht. Wir müssen den Händler besuchen. Moment, jetzt wenn ich mir den Händler kaufe, dann steht hier in Algier rum, ne? Also den Händler nicht, sondern. Ah, das ist jetzt doof. Weil dann steht der natürlich in Algier rum. Da muss ich. Das ist jetzt doof. Dann muss ich tatsächlich von Algier wieder hier rauffahren. Oder ich schau mal, vielleicht ist es zufällig in Madrid ein Showroom für Dingens. Dingensgedöns. Vielleicht ist es tatsächlich ein Mercedes-Händler. Es wäre jetzt verdammtes Glück, aber naja. Ich kaufe jetzt eigentlich nur den Mercedes, weil ich euch was zeigen möchte. Ich hoffe, das geht jetzt, weil sonst müssen wir von Algier aus. Dann wirft uns das natürlich im Plan ein bisschen zurück. Das ist dann auch klar. Ja, ist dann doof, aber dann seht ihr zumindest, wobei wir vielleicht von Algier aus damit einer Fähre weiterfahren könnten. Richtung Frankreich. Ich glaube, da gäbe es eine Verbindung. Muss ich mal schauen. Und wie gesagt, den LKW bekommt ja dann unser Angestellter, den wir uns dann noch suchen werden, wenn wir den neuen LKW haben. So, jetzt fahre ich erstmal Richtung Fragezeichen. Ich hoffe echt, dass das ein Mercedes-Händler ist. Das wäre super praktisch. Sonst kann es sein, dass wir jetzt ein bisschen ein Problem bekommen und dann noch von Algier aus fahren müssen. Ja gut, macht jetzt auch nichts. Seht der Algier auch mal, wobei es eigentlich nicht sonderlich spannend ist. Sieht auch nicht anders aus als die meisten anderen hier. Es ist ein Mercedes-Händler. Ha! Haha! Es ist ein großer Showroom. Bitte sei ein großer Showroom. Ich glaube, das ist ein großer, oder? Oh, Samstag 8 bis 18 Uhr. Ja, okay. Dann suche ich, hole ich mir erstmal noch die Jobagentur da hinten. Ich möchte ja so viel Auswahl wie möglich bei den Fahrern haben. Und dann schalaven wir erstmal. Schalaven, genau. Ich schalave jetzt. Das ist das moderne Schlafen. So, ach, rote Schlampe. Entschuldigung. Sollte nicht so vulgär werden. Schauen hier bestimmt ja auch Kinder zu. Wobei ich glaube tatsächlich weniger Schimpfwörter kenne als die meisten Kinder heutzutage. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der außer Scheiße und so Sachen irgendwas groß am Fluchen ist. Theoretisch. Aber naja. Ach, guck mal, wir haben schon 8.400 Kilometer jetzt drauf auf dem LKW. Ist für den LKW vermutlich rein gar nichts, aber naja. Wie gesagt, die wir ja mit den freien Fahrten immer hatten, also die ich hatte, besser gesagt, ich habe ja. Kann ich jetzt hier schlafen oder muss ich zurückfahren? Ich glaube, ich muss hier umkehren, ne? Ja. Mauer. Mauer böse für LKW. Genauso wie Zaun. Ja. Ich sollte aufpassen, wo ich hinfahre. Und aufpassen, wo ich hinschalte auch. So, jetzt wollen wir uns mal zum LKW-Händler stellen. Das war jetzt aber echt verdammtes Glück, dass das ein Mercedes-Händler ist. Sonst hätte ich jetzt von Algier aus losfahren müssen. Da hätte ich mich jetzt ein bisschen so wortwörtlich in den Arsch gebissen, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Showroom, ne? Ich weiß gar nicht, wie die kleinen aussehen. Ich habe mir die Dinger noch nicht angesehen dafür. So, wo kann man sich denn da hinstellen? Hier hin. So. Fuchteln wir mal noch ein bisschen rum und dann Gute Nacht. Jetzt werde ich angerufen, BTF. Ich gehe jetzt einfach mal nicht dran. Ich habe so das Gefühl, als ob ich weiß, worum dieser Anruf geht. Und das will ich auch gar nicht.
Und zwar ist bei uns in der Stadt heute Kirchweih, wie man so schön bei uns in Bayern sagt, also Kirchweih. Und der wollte vermutlich fragen, ob ich da hingehe. Aber ich bin ja ein Gaming-Nerd ohne Leben, deswegen gehe ich auf keine Feste. Das stimmt tatsächlich, es ist einfach nicht meine Welt. Ich trinke sowieso keinen Alkohol, also zumindest fast keinen. Und da macht es eigentlich keinen Sinn. So, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, was ich mir kaufen möchte. Den nicht. Den hier nämlich. Das ist ja, das ist ein Mod, das ist nämlich ein ganz neuer Mercedes, den gibt es eigentlich im Spiel nicht. Den gibt es als Mod auf der Trucksim-Map-Webseite. Und den möchte ich mir jetzt holen. So, da gibt es auch, glaube ich, nicht viele Anpassungsmöglichkeiten. Der wird jetzt natürlich über ultra groß. Ja, wir haben jetzt 220.000. 680 PS hat der Motor. Gut. Getriebe kann man nicht viel machen. Die Trust Edition oder Elegance. Warum, was ist da der Unterschied? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Es ist eigentlich nur dieser... Das macht doch gar keinen Unterschied. Aber das ist billiger, also nehme ich das. Vermutlich ist das einfach nur von den alten Mercedes-Trucks hier. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Weiß, Grey... Nehmen wir den mal in Braun oder... Ich glaube, ich nehme den mal in so einem Grau. Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So das Grau. Haben wir auch mal was anderes. Jetzt hatten wir ja Rot, Weiß und so Sachen. So, kann ich jetzt hier vielleicht... Holy fuck. Was kann ich hier alles anbauen? Nee, das sieht scheiße aus. Das ebenfalls. Das auch. Ich hätte gern was Dezentes. Das wird doch eigentlich ganz gut dazu passen, oder? Aber da kann ich nichts ransetzen, oder? Das ist, glaube ich, nur Deko. Ja, dann lassen wir das hier. Ja, wie kann ich den entfernen? Ach so. Genau. Nummernschild. Ja gut, das bringt mir nichts. Aufs Dach hätte ich schon gerne was. Weil ich einfach gerne diese Lampen hätte. Das baue ich jetzt einfach wieder. Jetzt ruft ja schon wieder an. Junge, ich habe keine Zeit. Ich bin am Aufnehmen. Und das baue ich jetzt einfach genauso auf wie die anderen. Ich nehme jetzt mal Thunder hier. So, haben wir hier oben unser Zeug. Was ist das hier noch? Ach, das ist der Lampenbügel. Hier kann ich noch ein... Könnte ich theoretisch noch sowas auch ranklatschen. So ein Rundumlicht. Nehme ich mal auch noch eins. Machen wir uns mal die Überluxus-Variante. Den Bügel, Glas und Chrom nehmen wir mal da. Diese Teile gehen nur original. Ach, da kann ich da auch noch lackiert nehmen. Ja, machen wir doch. Sieht doch gut aus. Gefällt mir. Hier können wir nur Kunststoff nehmen. Reifen ist eigentlich relativ egal. Was haben wir denn hier so Standardreifen? Was kosten die? 2400. Nehmen wir mal sowas. Majestic Special. Das sieht kacke aus. Oder Elite Rider würde auch gehen, ne? Ich glaube, wir nehmen mal Elite Rider hier. Für die hinteren dann auch. Gibt's aber gar nicht. Da muss ich aber irgendwas Passendes nehmen dann. Nehme ich für die vorderen dann auch Eastern Eagle, wenn es die hier gibt? Nehme ich da auch für die vorderen Eastern Eagle, für hier auch? Ach, die sind trotzdem alle anders. Gut zu wissen. Aha, was ist das denn? Nehmen wir für alle einfach mal Eastern Eagle. So, Führerhausanpassungen. Weiß ich gar nicht, ob wir da überhaupt was haben. Ach, das ist eh nur hier das. Ja, das ist eigentlich relativ sinnfrei, diese Führerhausanpassungen, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ich würde sagen, wir haben alles. Unser Führerhaus haben wir. Fahrwerk haben wir das Beste natürlich. Da haben wir das. Das Getriebe haben wir passendes. Die Edition passt. Die Farbe haben wir, die Außendinger haben wir. Was haben wir denn hier noch beim Tank? Ach, da können wir noch so eine Platte einfügen, das passt schon so. Sonst haben wir hier aber, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Die Räder haben wir, hier hinten ist auch nichts mehr. Gut, dann haben wir das auch. Kann ich hier vielleicht noch die Äußeren was anderes noch ranmachen vielleicht? Gibt es da was Nettes?
Eigentlich ja nicht, oder? Nee, da lassen wir die Radiant-Dinger dran. Habe ich ein paar mehr Rundumfunzeln hier. So, dann würde ich sagen, bestätigen. Und 223.000 kaufen. Den fahren wir jetzt auch. Zielgarage Nürnberg natürlich. Wird der jetzt hierhin geliefert? Kann ich den jetzt selber fahren? Ach, ich muss den jetzt noch... Ah, das ist dumm. Ich muss den jetzt nach Nürnberg liefern lassen, oder wie? Okay, das ist jetzt doof. Ich würde sagen, dann fahren wir einfach in Nürnberg los und fahren dann von Nürnberg aus über Frankreich nach oben da so rum. Dann unterbrechen wir das jetzt hier und fahren wir von Madrid nicht nach Frankreich, sondern von Nürnberg aus nach Frankreich rüber. Hilft ja jetzt nichts. Ach so, wohin sollen wir den bisher gefahrenen... Ach so, der bisher gefahrene LKW wird jetzt hier überführt. Aha, dann sind wir jetzt doch in Madrid, oder? Ja, wir sind in Madrid, dann passt's. Dann will ich nichts gesagt haben. Wir machen jetzt auch noch eine Fahrt, vermutlich eine relativ kurze, weil jetzt halt schon fast eine Viertelstunde mit LKW-Kaufen vergangen ist. Aber jetzt haben wir unseren schönen Mercedes-Benz Actros. Einen nagelneuen. Und unser Fahrer sieht auch sehr ästhetisch aus. Ich kann auch noch nichts machen. Ich würde jetzt gern fahren. So, da haben wir unseren LKW. Die Frage ist jetzt, muss ich mal schauen. Firmenmanager, Fahrermanager. Jetzt ist ja unser alter Fahrer ist ja dann praktisch Spanien. Jetzt schauen wir mal, ob wir den deutschen Fahrer bekommen. So, Fahrer einstellen. Fahrerbewertung 1,7. Ich weiß jetzt gar nicht, das wird hier, glaube ich, nicht sehr viel besser werden. Ne? Die Isabella hat, die ist relativ gut, die verlangt aber allerdings auch relativ viel. Die hat halt schon Fernfahrten und sowas. Ich glaube, wir nehmen auch sie dann doch. Die Ulrike hat halt gar nichts, außer diese beiden Teile. Ich hätte gern einen, der Fernfahrten kann. Er würde auch gehen, aber da ist, glaube ich, sie dann doch besser. Vom Level her. Ich stelle jetzt mal die Isabella ein. Fahrer einstellen, bitte nach Nürnberg. Und zwar diesen alten MAN. Ja, es steht eine Zugmaschine zur Verfügung. Keine Sorge. So, Isabella haben wir jetzt mit dem MAN TGX. Oh Gott, der Name passt überhaupt nicht rein hier. Und Bewertung 1,7 und die ruht sich aus. Die wird jetzt dann auch... So, Moment kurz. Hatte kurz spontan Niesreiz. Und zwar wird sie sich auf... Was hat sie denn jetzt schon hier? Das ist, glaube ich, hochwertige Fracht. Das ist zerbrechlich und das ist just in time. Sie wird sich jetzt mal... Fernfahrten hat sie ja schon ein bisschen. Sie wird sich jetzt mal auf zerbrechliche Fracht, glaube ich, spezialisieren. Standort ändern können wir auch. Fahrtenbuch hat sie bisher noch keine gemacht. Die bringen, glaube ich, nicht sonderlich viel, diese Fahrer. Aber, naja, macht ja nichts. Ich habe es jetzt mal gezeigt, dass wir ja auch Fahrer einstellen können. Und damit ist meine Schuldigkeit erledigt. Also wir könnten jetzt hier rauffahren. Ich will aber eigentlich eher in die Richtung. Nach Zaragoza, nach Barcelona würde ich gerne. Ach, guck mal an. Ein 12-Tonnen Kraftstofftank nach Barcelona. Fahren wir den doch, ne? Für Bayer, was auch immer die mit einem... Oh, okay. Wo sehe ich jetzt hier eigentlich den Gang? Ich bin mit dem LKW noch nicht gefahren. Ich finde es auch schade, dass man mit dem LKW tatsächlich keine Probefahrt machen kann. Das ist ein bisschen seltsam, weil normalerweise kann man ja mit jedem Auto, das man kauft, Probefahrt machen. Und das wird auch bei LKW nicht anders sein. So, er zieht aber ganz gut. Er hat jetzt auf jeden Fall mehr PS als unser Alter. Wir haben jetzt 680 zu 480 von vornherein. Das merkt man deutlich, wie der zieht.
Also ich merke es jetzt, ich gebe jetzt gar kein Gas, weil ich sonst gleich wieder über die 50 schieße. Aber jetzt sieht doch deutlich besser. Und da können wir jetzt auch theoretisch mal einen Schwertransport in Angriff nehmen. Das werden wir dann vielleicht mal in Frankreich machen. Jetzt kommt erstmal noch eine normale Fahrt hinten. Können wir mal nächste Folge schauen, wann sich halt einer ergibt. Dann können wir mal einen Schwertransport angehen. Okay, die blockieren hier eh gerade die Straße, dann fahre ich doch mal. Schauen wir halt, dass wir mal auch einen Schwertransport hinbekommen. Vielleicht einen von den Schwerlast-Trailer-Packs, die ich ja installiert habe. Da können wir ja auch mal was machen von. So, ich sollte ein bisschen langsamer fahren. Ich habe das Gefühl, dass die Spanier auch ein bisschen auf Kreisverkehre stehen, ne? Zumindest sehe ich hier gerade einen. Gut, von einem Kreisverkehr jetzt auf ein ganzes Land zu schließen, ist vielleicht auch ein bisschen kurzsichtig, aber naja. Ich glaube, diese Türme da links kenne ich sogar von City 6, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste der eine Turm sein, den ich da mal gebaut hatte. Vielleicht erinnert sich ja wer dran. Und vielleicht weiß einer, von was ich laber, ausnahmsweise mal. Wir könnten noch nach Biskra fahren, aber das will ich nicht. Das wäre kontraproduktiv von der Tour her. So, dann holen wir uns mal unseren Auflieger. Was passiert eigentlich, wenn ich dagegen die Teile fahre? Gibt es dann so fette Explosionen à la GTA oder? Ich vermute ja eher nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wo ich hier im LKW selber meinen Gang sehe. Ich glaube gar nicht. Moment mal. Ich kann hier umschalten. Oil Level, Tempomat. Aber ich sehe den Gang hier jetzt auf Anhieb nicht. Aber ich sehe ihn ja drüben im Route Advisor, sehe ich den Gang, ja. Das passt schon. Bei meinem M1 habe ich ja den Gang gesehen. Hier nicht. So, da bin ich jetzt nochmal gespannt. Ich will mal kurz den LKW anschauen. Moment. Die Funzel leuchten alle. Auch wenn man es jetzt nicht wirklich sieht. Blinker funktionieren. Licht auch. Fernlicht auch. Ist auf jeden Fall schön modelliert, der Truck, ne? Ich kann auch so fahren. Allerdings ist es nicht unbedingt so gut, weil man das sehr schlecht was sieht. Es ist immer ein bisschen suboptimal dann. Sicht sollte man ja schon haben. Ich habe ja allerdings eine ziemlich schlechte Raussicht. Holy shit, ist der laut. Wenn man hier über das Fenster raussieht. So, ein M1 fährt vor uns. Von dem müssen wir uns jetzt verabschieden, von dem M1. Also von unserem alten. Er hat uns treue Dienste geleistet, aber er muss Platz machen für einen neuen Mercedes. Übrigens ist mir die Wahl der LKW-Marke tatsächlich scheißegal, weil ich mich da nicht auskenne. Also ich weiß nicht, was da gut und was da schlecht ist. Ich habe auch bei Autos das so, dass mir die Marken eigentlich relativ egal sind. Ich meine, es ist zwar ein Unterschied, ob ich jetzt einen VW fahre oder einen BMW, das ist schon klar. Aber mir ist es eigentlich relativ egal. Jeder kann fahren, was er möchte. Ich bin da nicht so der. Was zur Hölle, wer klingelt jetzt bitte? Moment, ich muss mal kurz eine Aufnahmepause machen, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, jetzt störungsfrei. Und jetzt versuchen wir mal weiterzufahren. Ach ja. Schön, wenn man Idioten in seiner Bekanntschaft hat. Die meinen, um 10:30 in der Nachts an der Tür zu klingeln, ist eine gute Idee. Naja. Ich kann mir schon denken, wer das war. Ich habe ja gerade schon gesagt, in der letzten Folge, weiß gar nicht, wann das war, dass mich da jemand angerufen hat wegen Kirwa. Nope. Nein, danke, heute nicht. Ich glaube, ich war in dieser Folge, müsste hier gewesen sein, ne? Ganz am Anfang. Und der hat vermutlich jetzt geklingelt und meinte, er muss mich dazu überreden, mit auf irgendwelche Kirwan zu gehen. Ich habe das jetzt einfach mal gepflegt ignoriert. Es ist nur immer scheiße, weil ich, also mir würde es ja um die Uhrzeit nichts ausmachen, aber meine Eltern sind da schon am Pennen. Deswegen ist sowas echt unfreundlich. Sollte man auch nicht machen, um die Uhrzeit irgendwo an irgendwelchen Haustüren zu klingeln. Außer man hat irgendwas vereinbart, dass man sich irgendwo trifft. Oh Mann. Ich kenne auch nur Idioten, habe ich das Gefühl. Also privat jetzt. Das ist echt schlimm. Ach, wie schön das Ding zieht. Das ist ja, ein Traum.
Im Gegensatz zu dem MAN ist das ja hier. Ist das ja hier ein Rennwagen fast. So, wie viel haben wir Kilometer haben wir vor uns? 400. Okay, das geht ja. Muss ich da abfahren? Richtung Barcelona muss ich, ne? Da muss ich. Alter! Mach mir keine Angst! Der Blinker ist ein bisschen hyperaktiv. Habe ich so das Gefühl. Ach ja, ich hoffe, die verschwinden jetzt. Zumindest die habe ich nämlich gerade schon immer noch die ganze Zeit draußen vor der Tür labern gehört. Aber ich habe mein Fenster direkt über der Haustür. Ich hoffe, die verschwinden. Ich habe nämlich keinen Bock, mich noch weiter stören zu lassen. Gute Bremsen hat das Ding. Ich glaube, mit dem kann ich mich anfreunden. Ja, doch, mit dem kann ich mich anfreunden, glaube ich. Gut, die Texturen sind jetzt hier innen drin nicht unbedingt die besten. Aber das muss ja nicht sein. Es sieht alles teilweise ein bisschen zusammengequetscht aus. Aber das macht ja auch nichts. Ich weiß auch nicht, wie das Ding in der Realität innen aussieht. Vielleicht ist es ja auch so zusammengequetscht. Also ich spiele jetzt auf den Lüftungsschlitz da links hinter dem Lenkrad an. Auch die Autobahn verzweigt sich hier sogar. Cool. Ich bin sehr leicht begeisterungsfähig, ne? Merke ich gerade so. Warum habe ich hier eigentlich 90 km/h angezeigt, aber unten im Tacho steht 76 km/h, 77? Ach, das ist die Kilometer. Das ist nicht km/h, das ist die Kilometeranzahl. Also der Kilometerzähler. Ich bin verwirrt, Entschuldigung. Beziehungsweise ich war verwirrt. Ich müsste jetzt hier rüber, wenn du vorbeifahren würdest. Was machst du denn da? Arschloch. Da wird man echt zum Wutbürger hier. Direkt vor einem LKW rausziehen ist immer die beste Idee, wenn man ein langes Leben haben möchte. Das ist... Ich sag mal so, mit LKWs legt man sich jetzt nicht unbedingt im direkten Nahkampf an, ne? Das ist wie wenn du mit dem Rad an den Panzer ranfährst. Ja gut, vielleicht jetzt nicht ganz so extrem, aber... der Vergleich war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Gut, bei GTA wäre das möglich, ne? Wobei ich glaube auch, dass man mit einem Rad an einem Panzer auch in GTA nicht wirklich viel ausrichten kann, außer man fährt lange genug dagegen, aber... Ich glaube, da brauchst du schon einiges an Geduld, dass das irgendwas bringt. Und eindeutig nicht viel Sozialleben, wenn man so viel Zeit hat. Aber der Innenraum ist durchaus schön gestaltet hier. Kann man ja mal so sagen, ne? Hupen tut er auch. Wischen tut er auch. Gut, ich würde mir Sorgen machen, wenn es anders wäre. Fuchteln tut er auch, obwohl man es jetzt nicht sieht. Kann alles, passt. Aber auch teuer genug, der sollte auch alles können. Eigentlich. Habe ich auch jetzt schon öfter in der Realität fahren sehen, das Modell hier. Also den neuen Actros da. Habe ich auch schon ein paar Mal jetzt rumfahren sehen. Gibt es, glaube ich, auch schon ein bisschen jetzt. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam, bin ich nicht informiert, leider. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das interessiert mich jetzt brennend. So, was ist hier los? Keine Ahnung. Ich kann keinen Ausländisch. Es klang jetzt irgendwie voll rassistisch, war aber gar nicht so gemeint. Ich meinte eigentlich Spanisch und war mir... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich manchmal nicht erlaube. Es klang jetzt auf jeden Fall rassistischer, als es gemeint war. Hilfe. So. Weiß gar nicht, was es hier in dieser Folge zu erzählen gäbe. Eigentlich nicht wirklich viel, ne? Ist eigentlich unsere angestellte Dame da jetzt schon am Start, oder? Fahrermanager, ist die schon am Arbeiten? Ach, guck mal, die fährt schon. Und wo fährt die hin? Nürnberg nach Livorno, 19 Stunden. Ach, guck mal, die fährt ja sogar mal wohin. Ja, vielleicht verdient sie ja sogar was.
Vielleicht verdient sie ja sogar was. Weil zum Beispiel bei Valley Gaming weiß ich, war das ja nicht so, dass der Typ, den er da eingestellt hatte, allzu viel verdient. Allerdings ist er, glaube ich, auch nur irgendwie in Deutschland rumgegurkt oder in der näheren Umgebung. Weswegen der vermutlich nicht so viel verdient hat. Der hat irgendwie immer nur 1.000, 2.000 Euro verdient. Was jetzt nicht wirklich viel ist. Sie fährt jetzt halt von Nürnberg nach Livorno, ist jetzt auch nicht unbedingt sonderlich weit. Oder? Moment mal. Ich verpeile das immer, dass ich hier auf M auch einfach gehen kann. Wo ist denn Livorno nochmal? Ach, guck mal. Ja, doch, ist doch ein Stückchen eigentlich, ne? Hier nach Livorno. Von Nürnberg? Ja, doch, das ist ein ganzes Stück hier nach Livorno runter. Da fahren wir auf jeden Fall kürzer. Aber da müsstest du ja eigentlich von der Fahrt prinzipiell so um die 20.000 kriegen. Aber sie kriegt ja selbst noch pro Fahrt und pro Kilometer eine Vergütung. Deswegen werden wir wahrscheinlich deutlich weniger bekommen. Aber so von an sich müsste sie mit dieser Fahrt schon an die 20.000 verdienen. Theoretisch. Werden wir dann sehen, was rauskommt im Endeffekt. Die wird vermutlich auch noch nicht in Livorno angekommen sein, wenn wir jetzt in Barcelona ankommen. Da wird sie vermutlich noch unterwegs sein. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann umgerechnet wird, dass das jetzt real dann so gerechnet wird, dass die dann so lange braucht für die Fahrt. Vermutlich. Schätze ich jetzt einfach mal, dass das so gerechnet wird. So, 300 Kilometer, also 315 Kilometer sind es noch. Wobei man hier auch großzügig runden kann, weil es ja relativ schnell runtergeht von den Kilometern her. Das ist ja ungefähr ein Zehntel, glaube ich, was man da fährt. Ein Zehntel der realen Kilometerzahl, glaube ich. So ungefähr zumindest. Das müsste man jetzt umrechnen mit der Geschwindigkeit. Und das könnte man eigentlich ganz einfach umrechnen, je nachdem, mit diesem Pfosten auf der Seite. Die sind ja immer 50 Meter auseinander. Ja gut, hier irgendwie nicht so ganz, aber eigentlich sollten sie so 50 Meter auseinander sein. Und dann könnte man das in der Theorie berechnen. Aber irgendwie scheinen die Spanier da ein anderes System wie die Pfosten zu haben. Oder der Modder hat einfach nicht ganz aufgepasst. Kann auch sein. Da könnte man das theoretisch mit Geschwindigkeit halt umrechnen, wie viele Kilometer man zurückgelegt. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt zu faul für. Dum, 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 dum. Also wie ich das so sehe, ist es ungefähr so, dass pro Pfosten ein Kilometer runter geht. Ja, dann ist aber das Verhältnis ganz anders. Außer die sind dann 100 Meter auseinander, aber hier sind sie ja wieder ganz weit auseinander. Ich glaube, das passt auch nicht wirklich zusammen. Da müsste man in Deutschland schauen. Denn ich glaube, da müssten die Pfosten auf jeden Fall 50 Meter auseinander sein. Oder? Ich glaube, das waren 50 Meter, oder? Wo die Pfosten hier auseinander sind. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ich glaube, ich sollte auch langsam meinen Führerschein abgeben, wenn ich das nicht mal mehr weiß. Aber sowas vergisst man auch unheimlich schnell. Das lernt man zwar. Wobei, lernt man das überhaupt in der Fahrschule? Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ich glaube, das lernt man in der Fahrschule gar nicht, ne? Wie weit die Pfosten auseinander sind. Zumindest nicht offiziell. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr zufällig gerade einen Führerschein macht und das wisst. Könnt ihr da ja gerne Bescheid sagen. Mein Handy blinkt auch schon wieder. Moment. Kurz mal umdrehen. Dass mich das nicht ablenkt. Wobei da gerade eh mein Mikrofon davor steht. Deswegen sehe ich das gerade sowieso nicht. Aber ich habe es nur gerade im Augenwinkel gesehen, dass sie schon wieder rumfuchtelt hier. Weil ich schon wieder irgendeine E-Mail bekommen habe. Ach, ich bekomme auch so viele Spam-Mails in letzter Zeit auf meinem YouTube-Account, also YouTube-E-Mail-Account. Das ist der Wahnsinn, was ich da an E-Mails bekomme. Ich schätze auch mal, dass das... Entweder kommt es von meinem Blog, also vom Codelog, dass die E-Mails kommen, oder es kommt tatsächlich von YouTube. Aber da kommt so viel Spam an momentan. Irgendwelche Krankenversicherungen, die mir angedreht werden wollen, irgendwelche Mahnbriefe... Auf den anderen Accounts eigentlich null, aber auf dem web.de-Account, über den auch YouTube und Google-Konten laufen und so, da kommt... Alter, das ist der Wahnsinn, was da ankommt. Es kann aber auch liegen, dass zum Beispiel Freenet... Bei Freenet kommt bei mir fast gar nichts an Spam. Es kann sein, dass Freenet einfach einen besseren Spam-Filter hat.
GMX habe ich auch eine E-Mail-Adresse, aber die nutze ich sehr selten. Und ich habe auch noch einen eigenen E-Mail-Provider. Ich habe fürs CodeLog und so habe ich ja eine eigene E-Mail-Adresse. Habe ich ja auch im Kanal stehen. Ich habe ja eine einmal kontakt@codelog.de fürs CodeLog selber. Und ich habe auch noch die Adresse kontakt@coderedlp.de. Die habe ich auf dem Kanal auch angegeben für irgendwelche Kontaktmöglichkeiten. Es soll jetzt aber nicht heißen, dass ich mich jetzt zuspammen sollte auf der E-Mail, ne? Sonst stelle ich einen Filter ein. Ja, ich habe es nur mal erwähnt. Für irgendwelche geschäftlichen Kontakte oder so kann man mich dann gerne drauf kontaktieren auf der E-Mail-Adresse. Und dieser Provider war halt im Webhosting-Paket fürs CodeLog mit dabei. Den habe ich letztens mal eingerichtet, dass der funktioniert. Und jetzt habe ich auch die Adressen hier. Für die beiden Domains. Ich habe ja zwei Domains. Ich habe ja codelog.de und coderedlp.de. Wobei coderedlp.de eigentlich nur auf meinen Kanal weiterleitet. Während das CodeLog ja mein Blog beinhaltet, auf dem ich sehr selten schreibe. Wirklich sehr selten. Ja. Und da die beiden Domains waren ja in dem Paket mit drin, das ich mir dabei Alpha Hosting geholt habe. Hat sich auch gelohnt in dem Sinne, also bin ich bisher zufrieden mit Alpha Hosting. Wobei ich den Blog halt auch nicht sehr intensiv nutze. Also habe ich da jetzt eigentlich nicht die Vergleichsmöglichkeiten, ob das jetzt zuverlässig läuft. Und es sind auch nicht viele Views drauf, insofern kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das, wie leistungsfähig das dieses Paket ist, ob das nicht irgendwann zusammenbricht, wenn so viele Leute drauf sind. Da gäbe es übrigens auch ein Forum, ne? Dürfte auch mal gern genutzt werden, schreibt kein Schwein rein. Vermutlich, weil auch keiner den Blog findet. Aber darf auch gern genutzt werden, ne? So ein Diskussionsforum über Let's Plays, über irgendwas, ist da auch mit drauf. Und ein Upload-Kalender natürlich. Wobei ich den halt versuche aktuell zu halten, aber das leider nicht immer schaffe. Aber wir sind jetzt auch, glaube ich, gleich da. Na gut, 175 Kilometer sind es noch. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich nutze das jetzt mal schamlose Ausrede, dass ich einen Schluck trinken kann. Moment. So. Mal kurz einen Schluck Wasser getrunken. Ach, besser. Jetzt kann ich auch wieder reden. Das ist nämlich echt schlimm. Was habe ich da gerade? Habe ich da gerade im Rückspiegel irgendwas? Bin ich jetzt blöd? Ich habe mir gerade eingebildet, dass da gerade im Rückspiegel ein Auto irgendwie ganz seltsam gefahren ist. Habt ihr mir das eingebildet oder habt ihr das auch gesehen? Scheiß Linie, geh weg. So. Wir müssen ja dann auch gleich ein Autobahn-Dreieck erreichen, das uns Richtung Barcelona führt. Deswegen bleibe ich auch gleich mal so ein bisschen rechts. Gut, ich bin LKW, ich sollte eigentlich immer rechts bleiben, ne? Soweit wie möglich rechts. Letztens dachte ich auch, ich spinne. Bin ich, meine Hochschule ist ja in Amberg. Bin ich da Richtung Amberg gefahren auf der A6. Kam da auf einmal so eine 80er-Stelle. Warum auch immer da eine 80er-Stelle ist. Ne, Moment, das war auf der A93, als ich von Weidenheim gefahren bin. Da ist dann auf einmal so eine 80er-Stelle gewesen. Auf der A93. War aber vermutlich mal eine Baustelle, sind die Schilder noch da gestanden. Da bin ich halt schön meine 80 gefahren. Auf einmal überholt mich ein LKW von hinten. Mit, keine Ahnung, 90, vermutlich. Den ich vorher schon überholt hatte. Auf einmal hat der mich überholt. Denke ich mir auch, what the fuck? Ich meine, ich fahre ja in solchen Beschränkungen, wenn jetzt 80 ist zum Beispiel, fahre ich auch so knapp. Laut Tacho knapp 90, das sind dann ja so ungefähr ein bisschen über 80 km/h in der Realität. Der Tacho zeigt ja immer mehr an, als man eigentlich fährt. Und der kam da einfach mal vorbeigeschossen. Also so ein richtiger LKW, so ein fetter. Es war zufällig auch so einer, den wir gerade fahren, so ein neuer Actros. Der blieb mir dann irgendwie im Gedächtnis. Ah, wenn man ein paar Jahre auf den Straßen unterwegs ist, dann erlebt man schon einiges. Vor allem prägen sich dann diese Autofahrer ein. Zum Beispiel letztens hat mich ein Mercedes auf der Landstraße, ich bin da so mit meinen 100 bis 110 rumgegurkt. Da kam so ein Mercedes, so eine M-Klasse, glaube ich, war das, kam vorbeigeschossen an der Straße mit, keine Ahnung, 120 mindestens. Hat dann mich überholt. Vor mir noch einen überholt und ist dann so ganz knapp vor dem Gegenverkehr wieder eingeschert. Danach ist er dann aber seltsamerweise sehr viel braver gefahren, als das so knapp war dann. Ich glaube, da hat er ein bisschen Angst bekommen dann.
Also keine Ahnung, was in die Leute fährt manchmal. Das ist echt schlimm, also. Manche, sind ja nicht viele, es sind ja tatsächlich sehr wenige, die so fahren. Aber, what the fuck denken die sich dann? Ich meine, man gefährdet damit ja nicht nur sich selber, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Man liest es so oft, dass Leute sterben, weil ihnen irgend so ein Idiot frontal ins Auto fährt, weil er irgendwie ein riskantes Überholmanöver gemacht hat. Und dann sind es meistens die, die eigentlich nichts dafür können, die dann dafür sterben müssen. Oder zumindest schwer verletzt sind. Na gut, meistens sind die, die dann überholen, auch mit Tod, aber ja, es ist dann auch nicht unbedingt ein Vorteil. Es ist dann halt, das liest man einfach so oft, dass dann irgendwelche Unbeteiligten durch solche Leute getötet oder schwer verletzt werden. Das ist so unnötig. Wenn man nur ein bisschen Hirn zeigen würde und seine Eile ein bisschen unter Kontrolle bekommen könnte, weil ich glaube, habe das Gefühl, dass viele sich so reinstressen in die heutige Zeit, dass sie selbst beim Autofahren nicht ruhig werden können und dann einfach irgendwie unheimlich rasen, ohne das richtig zu realisieren. Oder sich einfach einreden, sie müssten jetzt möglichst schnell am nächsten Ort sein und deswegen rasen wie nochmal was. Also auch an die Autofahrer und euch, ich appelliere immer gern an euch, sage ich mal, weil ich die Hoffnung habe, dass vielleicht doch einer dran ist, bei euch draußen ist, der sich das zu Herzen nimmt. Wenn ihr Auto fahrt, denkt einfach dran, wenn ihr schnell fahrt und rast, gefährdet ihr nicht nur euch selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Deswegen fahrt vorsichtig, ne? Kann ich jetzt einfach mal so appellieren, ob es irgendwer beherzigt ist, dann liegt dann nicht in meiner Macht. Aber man kann es ja mal sagen. Wie gesagt, vielleicht denkt der eine oder andere mal dran. Es könnte Leben retten, ne? Muss man auch so sagen. Muss man auch deutlich so sagen. Es könnte Leben retten, wenn man vorsichtig fährt. Und genauso im Umkehrschluss kann es Leben kosten, wenn man unberechtigt rast. Beziehungsweise es gibt eigentlich kein berechtigtes Rasen. Außer man wird irgendwie von Killern verfolgt oder sowas. Aber das passiert in Deutschland, glaube ich, eher selten. Das, glaube ich, ist dann eher im Hollywood-Niveau. Oder bei GTA 5, je nachdem. Aber da scheint die Polizei ja eigentlich auch relativ wenig zu interessieren. Da kannst du ja irgendwie 5 Leute umbringen und da hast du nur einen Stern oder so. Naja, GTA 5 ist ja Gott sei Dank nicht das Real Life, ne? Vielleicht in manchen Gegenden der Welt leider, aber nicht bei uns. Und das sollte man auch immer nicht vergessen, wenn man irgendwas spielt. Also sollte man nie vergessen, wenn man irgendwas spielt, dass Spiele nichts mit der Realität zu tun haben. Meistens. Es gibt natürlich Spiele, die extrem realistisch sind, aber trotzdem bleiben es Spiele. Deswegen verstehe ich auch die Aufregung. Zum Beispiel bei GTA 5 war das ja wieder so, dass sich die Leute extrem aufgeregt haben wegen der Folterszene. Bitte. Leute. Was ist das bitte für eine Moral? Man kann 1000 Unschuldige töten. Aber wenn man dann jemanden foltern soll, regen sich die Leute so auf. Vor allem war das jetzt nicht unbedingt... Das war jetzt nicht so schlimm, sage ich mal, was ich bei Zombie so gesehen habe, was man da machen kann. Es war jetzt nicht so schlimm, dass ich da sage, das geht überhaupt nicht. Aber über die 1000 unschuldigen Bewohner von Los Santos und Umgebung, die dann getötet werden, da regt sich kein Mensch auf. Also, ja gut, da regen sich auch Leute auf, aber nicht so extrem wie über das Foltern. Das ist alles ein bisschen komisch. Allgemein glaube ich auch, dass viel zu viel... Ja, das ist ein kompliziertes Thema. Ich sag mal so, es ist ja ganz gut, dass sich die Leute aufregen. Aber dieses Spiel ist an sich auch schon ab 18. Das hat auch seinen Grund. Und eigentlich, in der Theorie, sollte so ein Spiel nicht an Jugendliche verkauft werden. Und das darf es meiner Meinung nach auch nicht. Deswegen würde ich lieber kritisieren, dass die Altersschutzmaßnahmen so versagen oder die Eltern teilweise so versagen und in ihren Kindern die Spiele kaufen. Das würde ich eher kritisieren, als dass die Spiele gefährlich sind oder dass die Spiele irgendwie gewaltverherrlichend sein könnten. Weil ja ganz ehrlich, wenn das Spiel ab 18 ist, dann hat derjenige selbst zu entscheiden, was er sich ansieht, was er spielen möchte. Dann ist er in der Lage, das selbst zu entscheiden, ob er das möchte, ob er das verarbeiten kann oder nicht. Aber die meisten Leute, die sich halt dann über sowas aufregen, kommen dann immer mit den Argumenten, dass das die Jugend gefährdet. Ja, eben solche Spiele sind ja nicht für die Jugend gedacht, dafür ist ja die Altersbegrenzung da.
es ist ja nicht Fehler der Spieleindustrie, wenn die Eltern oder die Spieleverkäufer oder wer auch immer diese Spiele den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellt. Es ist ja nicht der Fehler der Spieleindustrie. Da können die ja prinzipiell nichts für. Sie tun auch nichts dagegen, das ist schon klar. Aber trotzdem, prinzipiell können die da nichts für. Nicht direkt zumindest. Deswegen finde ich das immer ein bisschen so, das ist wieder so ein Fall von die falschen, ja, das ist wieder so eine vorgeschobene Ursache irgendwie. Die realen Probleme werden irgendwie nicht behandelt, weil man da ja selber Verantwortung übernehmen müsste, weil die Eltern, die ihren Kindern das Spiel kaufen, die werden bestimmt nicht sagen, ja, ich habe jetzt Kacke gemacht, weil ich das Spiel gekauft habe, hätte ich nicht tun sollen. Die schieben das dann natürlich auf die Spieleindustrie, dass das so brutal ist. Das ist halt irgendwie schon wieder so ein Alibi-Ding. Hauptsache die Verantwortung auf irgendwen schieben können, egal ob der jetzt im Endeffekt was dafür kann oder nicht. Ich weiß, viele von euch sind jetzt unter 18 und werden mich jetzt dafür hassen, dass ich jetzt sage, dass die Spiele schon aus gutem Grund ab 18 sind. Man muss auch feststellen, dass es so ist. Denn ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so Spiele auch gespielt, ist klar, aber ich glaube auch, dass viele Jugendliche, Kinder und Jugendliche, schlichtweg nicht in der Lage sind, mit sowas umzugehen. Aber es sich irgendwie einreden, vor allem vom Freundeskreis her, weil es ja dann wieder cool ist, zum Beispiel GTA zu spielen. Aber ich meine, sagen wir mal, wenn jetzt ein 12-Jähriger oder so GTA zockt, der kann das doch gar nicht einschätzen, was da passiert. Ich meine, es gibt natürlich viele, die dann widersprechen und sagen, in dem Alter kann man das teilweise schon, aber der durchschnittliche 12-Jährige, ich will jetzt auch keinen angreifen, der 12 ist, bitte nicht falsch verstehen, aber so durchschnittlich in dem Alter versteht man doch noch gar nicht vollkommen, was da abgeht. Ich meine, ich habe es jetzt wieder gesehen im Zombie-Stream. Wenn ich mir da die Leute anschaue, die ganzen, sage ich mal, 11-Jährigen oder 12-Jährigen, die das Spiel selber nicht spielen dürfen, die gucken es halt dann bei Zombie. Ist ja alles schön und gut. Aber das sind dann auch immer die, die am allerlautesten dann auch schreien, Amok zu laufen, Leute umzubringen. Und die das alles als Spaß auffinden. Das ist eben, finde ich, gefährlich. Weil es trotz allem ist es ein Spiel und trotz allem tötet man da, auch wenn auch virtuell, Menschen. Und das darf nicht verherrlicht. Das ist dann in dem Sinne schon eine Verherrlichung, meiner Meinung nach. Ich bin gerade voll unkonzentriert und kann deswegen absolut nicht einparken gerade. Hilfe. Ich fahre auch gerade absolut falsch, ne? Fällt mir gerade so auf. Ich muss hier nach rechts rüber. Nicht nach links. Dann parken wir halt nochmal neu. Moment. So. Also es ist halt für mich dann so, solche Sätze und solche Forderungen zeigen für mich dann, dass die Leute absolut nicht bereit sind, dieses Spiel zu spielen und auch nicht anzuschauen. Weil da kamen dann so viele Kommentare, ey, spiel mal den 11. September nach, lauf mal Amok, bring mal den und den um in irgendwelchen Missionen. Also, mal ehrlich, what the fuck? Ich meine, GTA ist ja schön und gut, da bringt man auch ab und zu mal Leute um zum Spaß, das ist schon klar. Aber die haben sich dann teilweise so dran aufgegeilt. Also das ist für mich dann, zeigt mir dann persönlich, bestätigt mich das in meiner Meinung, dass solche Spiele schlichtweg nichts in den Händen von Kindern bzw. Jugendlichen verloren haben. Aber da hat meiner Meinung nach GTA in dem Sinne auch keine Schuld dran. Weil das Spiel ist so. Wenn das von den Eltern gekauft wird, beziehungsweise zugelassen wird, dass die das solche Videos zu diesem Spiel schauen, wobei man das schwer verhindern kann, das ist schon klar. Aber wenn die das dann zulassen, liegt es nicht in der Verantwortung von Rockstar oder von Rockstar allgemein, dass die das verhindern. Finde ich jetzt zumindest. Gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Meinungen. Dürfte ich jetzt bitte mal hier einparken? Hallo? Na, geht doch. Wenn auch etwas schief, aber macht ja nichts. So, haben wir wieder einiges geschafft. Levelaufstieg gibt es leider nicht. In der nächsten Folge werden wir dann gegen Frankreich fahren. Vermutlich Richtung Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Ne, irgendwo so in Richtung
Marseille, Lyon, nach Paris will ich jetzt nicht direkt durchfahren. Ich möchte schauen, dass wir irgendwo in die Richtung kommen. Schauen wir, was gibt es denn hier zum Beispiel? Gelsenkirchen jetzt nicht unbedingt. Bordeaux will ich eigentlich gar nicht. Ich will dann eine kurze Fahrt eigentlich machen Richtung eben eine von diesen Städten hier. Die ist vermutlich nicht sonderlich lang, aber naja. Oder vielleicht auch nach Lyon, je nachdem. Und dann von Lyon aus nach nach Paris. Aber jetzt, Moment mal kurz. Ich möchte noch kurz schauen, ob sie fertig ist. Nein. Wie lange braucht sie denn noch? Endet in 14 Stunden. Okay, gut. Autoteile fährt sie. Na dann. So, und ich würde jetzt sagen, ich speichere jetzt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus.